Hallo, hier spricht dein Klaus Dingelein. Willkommen in der Wirklichkeit. Ist deine Erziehung dein Lebensproblem? Ich gebe dir heute 5 Schritte an die Hand, wie du innerlich frei wirst, wie du dich von deinem Elternhaus und den Sorgen und Lasten, die unterbewusst in dir arbeiten, frei machen kannst. Du wächst als Baby erstmal sehr behütet und wunderbar gepflegt und gehegt von deinen Eltern auf. Für alles wirst du gefeiert, für jeden Schritt, den du gehst, schickt man Bilder um die Welt und sagt, hurra, schau, unser Sohn, unsere Tochter, sie kann laufen, wie schön. Du hängst sie an den Tischdecke, ziehst sie runter, kein Problem. Das Geschirr für 2000 Euro ist kaputt, kein Problem. Du kannst tun, was du willst und du denkst, wow, was für eine tolle Welt. Du hast ein riesiges Urvertrauen und ein Urvertrauen in deine Eltern, eine Urliebe. Und diese Urliebe lässt dich innerlich wachsen, weil du sagst, diese zwei Menschen, die jeden Tag sagen, hey, du bist mein Kind, die mich jeden Tag drücken, beschmusen und küssen, meine Eltern tun alles für mich und mir kann nichts geschehen und du bist so glücklich. Schau in die Augen eines kleinen Kindes, eines Babys. Schau, wenn ein Baby dich anlächelt. Es gibt fast keine schöneren Momente als dieser Moment, wenn ein Baby dir ein Lächeln schenkt. Und das Baby denkt, wow, wie toll ist die Welt. Alles cool, alles super. Ich gehe hier durch und freue mich auf alles, was kommt. Und dieses Urvertrauen hört an dem Tag abrupt auf, wenn die Eltern anfangen, die Kinder zu erziehen. Mit der Erziehung und der sogenannten Maßregelung lernen die Kinder, dass sie gerade sitzen müssen, dass sie still sein müssen, wenn Erwachsene reden, dass sie geschimpft werden, wenn sie Fehler machen. Sie werden verglichen mit dem Nachbarskind. Sie bringen schlechte Noten nach Hause, später aus der Schule. Das Benehmen im Kindergarten war nicht gut. Und die Kinder lernen ab dem Tag nur noch, wie sie in Regeln leben müssen. Sie werden in eine Box reingepresst. Und in dieser Box steckst du fest. Einen größten Teil deines Lebens, die ersten 18, 19 Jahre, steckst du in einer Box, wo du bewertet wirst, wo du benotet wirst und wo du für jede deiner Handlung begutachtet wirst. Machst du was gut? Alles klar. Machst du etwas schlecht? Gibt es Riesenprobleme vom Papa, von der Schule, schlechte Noten. Bis zum Sitzen bleiben, kann das gehen? Dann wirst du in der Schule gehänselt von anderen, du wirst gemobbt. Vielleicht bist du ein Kind, das nicht ganz so schlank ist. Was passiert? Die Kinder fallen über dich her. Und so kommst du von einem über das andere Problem in dein Leben hinein. Das heißt, deine Eltern, die sich oft auch selbst nicht lieben, die zu Hause sehr viele Konfrontationen gegeneinander haben, weil der Vater unbewusst weiß, dass die Mama nicht der richtige Partner ist und dass die Mama weiß, dass der Vater nicht der richtige Partner ist. Du siehst deine Eltern, wie sie gegenüberstehen, wie sie mit ihrer Konfrontation sich immer wieder annähern. Und jetzt sollen diese beiden Menschen Liebe von dem bisschen, was sie für sich haben, noch an dich weitergeben. Fällt vielen Eltern sehr, sehr schwer. Und so wachsen Kinder auf in dieser Maßregelbox von den beiden Maßreglern, von den Eltern. Und die Kinder werden größer. Und sie haben gelernt, sie werden gemaßregelt. Sie haben gelernt, sie machen was gut, werden sie gelobt. Ein bisschen. Und wenn sie was schlecht gemacht haben, dann werden sie richtig unter Wasser getunkt. Sie werden ausgeschimpft, sie werden bestraft und ihnen werden Dinge entzogen wie Taschengeld. Sie bekommen Fernsehverbot oder Ausgehverbot. Sie dürfen ihre Freunde nicht sehen. Um das zu machen, was die Eltern von ihnen wollen. Und jetzt fangen an, die Kinder abzudriften. Die Kinder können gar nicht mehr verstehen, was los ist. Denn das Urvertrauen, die Urliebe ist ja immer noch da. Nur spüren die Kinder plötzlich, dass diese zwei Menschen, die als Baby und im Aufwachsalter immer für sie da waren, plötzlich kritisieren, sich streiten, schreien, unterschiedliche Meinungen sind über dich. Und jetzt fängt eine Phase der Angst an. Du hast Angst, wenn Papa und Mama dir gegenübertreten. Du hast Angst, wenn du mit einer schlechten Note nach Hause kommst. Du hast Angst, wenn du einen Fehler gemacht hast. Viele intelligente Kinder werden durch ihre Eltern, und das ist eine ganz harte Aussage jetzt, zum Lügen erzogen. Denn ein Vater oder eine Mutter, die sehr streng sind, die das Kind sehen bei irgendeiner Handlung, wo das Kind Fehler macht, werden sie das Kind dazu erziehen, später zu lügen. Papa sagt, hast du das gemacht? Das Kind sagt nein. Papa sagt, hast du eine schlechte Note geschrieben? Das Kind sagt nein. Fälscht sogar die Schulzeugnisse. Ist letzte Woche passiert in einer meiner
In einer meiner Wing Chun-Schulen gab es Riesenprobleme, weil die Eltern gemerkt haben, dass das Kind die letzten Zeugnisnoten gefälscht hatte, dass das Kind die Elternunterschriften nachgemacht hatte. Und es gab ein Riesentheater. Ich habe das mitbekommen von den Eltern im Training. Und das ist ein Riesenproblem für die Kids. Denn je klüger Kinder sind, desto achtsamer darfst du sie als Elternteil behandeln. Und wenn du sie strafst und wenn du sie ausschimpfst, erziehst du sie zum Lügen und zum Schwindeln. Und so kommen für die jungen Leute ganz viele Punkte in so einem jungen Leben zusammen. Und jetzt kommt jemand aus der Schule raus und sagt, was soll ich machen? Es wurde sich niemals gekümmert um deine Talente. Es wurde sich oft nicht darum gekümmert, aus deinen Talenten Stärken zu machen. Es wurde sich nicht gekümmert, dich mal zu fragen, was willst du im Leben? Wozu hast du Lust? Du hast eine verrückte Idee? Okay, mach's, wir tun's, wir unterstützen dich. Nein, du hast nur gehört, du hast verrückte, spinnerte Ideen, die komplett durchgedreht sind. Ist nicht machbar, mach was Ordentliches. Ich kann davon persönlich ein Lied singen. Mein Vater aus der Baubranche hat mich komplett für übergeschnappt gehalten, für bekloppt, weil ich als Achtjähriger schon Kung-Fu-Großmeister werden wollte. Er sagt, wie kannst du davon leben? Wie kann sowas gehen? Das ist vollkommener Unsinn. Bist du denn irre? Ich lebe heute davon und zwar wunderbar. Ich habe mir eine internationale Firma aufgebaut. Ich habe Schulen in ganz Europa. Wir unterrichten die Kampfkunst Wing Chun. Ich bin Großmeister im Wing Chun. Und ich war mit 23 schon weltweit unterwegs und habe Wing Chun unterrichtet. Und mein Vater, der das mit 8 Jahren schon erfahren hat, als ich im Kino war, hat mich für verrückt erklärt. Ich habe nur gegen Widerstände gekämpft. Mir wurde eingebläut, dass ich verrückt bin, dass ich doof bin, dass das nie klappen wird und dass ich irgendwo im Straßengraben enden werde als Bettler. So bin ich aufgewachsen. Und so geben Eltern ihren Kindern viele Lasten mit auf dem Weg ins Leben. Sie belasten sie, natürlich unbewusst. Eltern, die meisten Eltern wollen das Beste für ihre Kids. Nur sie tun es. Und jeder Satz, nur ein Satz, kann in eine Kinderseele so reingehen, dass du das spätere Leben deines Kindes mit diesem Satz schon maßgeblich veränderst. Das kannst du nicht. Ist ein ganz schwerer Satz. Du bist nicht fähig, ist ein ganz schwerer Satz. Kinder mit anderen Kindern zu vergleichen, ist für Kinder absolutes No-Go. Und so belasten viele Eltern die Entwicklung ihrer Kinder im späteren Leben durch ihre sogenannten Erziehungsmethoden. Und die Frage ist, wie kannst du dich davon trennen? Frag dich mal im Laufe dieses Podcast, dieser Sendung, ob einiges auf dich zutrifft. Wenn ja, müssen bei dir im Kopf rote Alarmglocken angehen, denn es ist jetzt Zeit, in deinem Leben was zu verändern. Vielleicht darfst du in deiner Beziehung was verändern. Hast du Achtsamkeit gelernt zu Hause? Hast du gelernt, wie man mit einem Partner liebevoll umgeht? Hast du ein tägliches, liebevolles Zusammenleben mit Partnern, mit Kindern gelernt aus deinem Elternhaus? Wenn ja, alles cool. Wenn nein, dann darfst du jetzt wirklich zuhören. Denn dann ist es möglicherweise Zeit, dass du dein Leben und deine Denkweise veränderst. Und zwar, dass du dich nach vorne entwickelst. Es gibt jetzt einige Schritte, die du gehen darfst. Und wenn du diese Schritte gehst, schaffst du es, diese Seelennöte, dieses Leid, das dir deine Eltern, ohne es zu wollen, zugefügt haben, abzulegen und freier durch dein Leben zu gehen. Der erste Schritt, den du ab heute gehen darfst. Es gibt keine Schuld. Wie oft haben Eltern schon zu ihren Kindern gesagt, du bist schuld, dass es uns so schlecht geht. Du bist schuld, dass die Stimmung in der Familie schlecht ist. Du bist schuld, dass Mama nicht schlafen kann. Du bist schuld, dass es Papa nicht gut geht. Du bist schuld, schuld, schuld. Und mit dieser Schuldfrage belasten Eltern ihre Kinder bis unter das Dach. Jemand anderem Schuld zuzuweisen, ist ein altes Mittel der Religionen, um Menschen gefügig zu machen. Wenn du nämlich jemandem die Schuld zuweist, was muss er tun? Er muss dafür sühnen. Derjenige, der die Schuld zuweist, veranlasst andere zu sühnen, zu bezahlen, Dinge wieder gut zu machen. Und er ist in einer Machtposition. Und das wird von Eltern perfide ausgenutzt. Du darfst ab heute lernen, es gibt keine Schuld. Es gibt nur persönliche Entwicklungen. Wenn du in die Schuld gedrängt wurdest dein Leben lang und fühlst dich vielleicht heute schuldig, dass es Papa und Mama so geht, darfst du darüber nachdenken, lege deine Schuld ab. Alles, was du gemacht hast bis heute, hast du immer gemacht im festen Glauben, dass es okay war, zu dem Zeitpunkt, wo du es getan hast.
Später, als du möglicherweise gesehen hast, dass es ein Fehler war, hast du daraus gelernt. Das heißt, Fehler sind keine Schulden, wo du anderen etwas schuldig bist, sondern Fehler sind Lernschritte, die dich in deinem Leben weiter nach vorne pushen, die dir helfen, in deinem Leben nach oben zu gehen. Vergiss das Wort Schuld in Zukunft. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt, der für dich wichtig ist, den du heute lernen darfst. Du bist nicht für das Leben deiner Eltern verantwortlich. Geht es deinen Eltern finanziell nicht gut? Geht es ihnen gesundheitlich nicht gut? Geht es ihnen persönlich nicht gut? Leben sie in Trennung? Oder leben sie zusammen und sind schon seit 50 Jahren in Trennung, weil sie nicht verstehen? Es ist nicht dein Problem. Häng dich da nicht mehr rein. Stopp. Beende das. Deine Eltern, die erwachsen sind, sind für ihr eigenes Leben selbst verantwortlich. Jeder ist für sein Thema verantwortlich und darf dafür gerade stehen. Es ist nicht dein Thema als Kind. Hör auch auf, dich zwischen Eltern zu stellen, mit Vermittler spielen zu wollen. Passiert vielen Kindern, die stellen sich dann dazwischen und die Kinder fallen dann die Eltern fallen über die Kinder her. Wie Banane ist das? Und dieses Spiel geht immer, immer, immer weiter. Und so wirst du selbst immer schwächer und bekommst immer mehr Seelennöte, weil du denkst, du musst irgendwas gut machen. Du bist verantwortlich für deine Eltern. Sie sind für sich selbst verantwortlich. Der dritte Punkt, der für dich super wichtig ist: Lass dir nicht von Eltern in dein Leben hineinreden. Ich war letzte Woche bei einer Bekannten. Wir haben da zu Abend gegessen und zufällig hat es geläutet. Die Mutter steht vor der Tür, ihre Mutter. Und meine Bekannte ist stocksteif geworden. Die Mutter kam rein, sagt guten Abend, ging in die Küche und sagt, wie sieht's denn hier aus? Wie sieht's denn hier aus? Meine Bekannte ist 45 Jahre alt, ist die Mutter von zwei Kids. Und ihre Mutter kommt rein und sagt, wie sieht's denn hier aus? Und meine Bekannte, meine Freundin, die steht sofort spalier und sagt, du, entschuldige Mama, ich habe heute gekocht und es sieht heute so schlimm aus. Und in dem Moment hat die Mama diese 45-jährige Frau wieder zum Kind gemacht. Und sie hatte solche Schuldkomplexe, dass sie fast angefangen hat zu weinen. Sie hat angefangen, die Küche aufzuräumen. Da hat sich die Mutter an den Tisch gesetzt, hat die Rolle des Gastgebers übernommen. Der Abend ist völlig entglitten. Und meine Freundin, meine Bekannte war danach ziemlich fertig. Die hat gesagt, es geht mir so schlecht, was kann ich machen? Und habe ich gesagt, löse dich von deiner Mutter. Lass dir nicht mehr in dein Leben reinreden. Wenn deine Mutter kommt und etwas zu beanstanden hat, sagt Mama, liebevoll, sag liebevoll, Mama, ich möchte ab heute nicht mehr, dass du dich in mein Leben einmischst. Ich habe mein eigenes Leben, meine eigene Familie, kümmer du dich bitte um deins. Und wenn du in Zukunft kommst, bist du ihr Gast, darfst dich freundlich und respektvoll verhalten, alles andere überlass bitte mir. Lass dir von Eltern in dein Leben nicht reinquatschen. Denn die Menschen, die sich reinquatschen lassen, werden ihr Leben lang von den Ideen, Inspirationen und von den Gedanken der Eltern abhängig sein. Und die bringen immer wieder neue Unruhe in dein persönliches Leben. Und du kommst nie zur Ruhe. Du kommst nie zum Frieden. Und wenn du diesen Frieden nicht findest und im Unfrieden bist, bist du im Unfrieden mit dir selbst, mit deiner Frau, mit deinem Ehemann, mit deinen Kids. Wie kannst du Frieden finden, wenn du auf deine Eltern hörst, wenn die dir dauernd in dein Leben reinreden? Und das darfst du ab heute liebevoll unterbrechen. Und der nächste Ratschlag, der wichtige Ratschlag, den ich im Umgang für deine Eltern heute für dich habe: Höre auf dein Herz. Versuche alles, was sich in dir bewegt, an Ideen, an Glaubenssätzen, mal zu überprüfen. Nimm einen Zettel und einen Stift. Leg dir den irgendwo hin, dass der immer greifbar ist, oder steck dir den ein oder tipp dir in dein Handy eine Liste, was du an Glaubenssätzen mit dir rumträgst. Darf man nicht, kann man nicht, du bist nicht groß genug, dieses funktioniert nicht, du bist nicht stark genug, sowas durchzuziehen, du bist nicht kompetent genug. All das, was du dein Leben lang prägend schon gehört hast, darfst du ab heute ablegen. Höre auf dein Herz, höre auf deine innere Stimme. Du kannst, wenn du Lust hast, natürlich Ratschläge von anderen Leuten einholen. Du kannst sagen, du, gib mir einen Tipp. Was soll ich machen? Ich habe hier eine Frage. Das kannst du auch von deinen Eltern einholen. Nur im Endeffekt bist du der Entscheider. Du bist verantwortlich für dein Leben. Und wichtig ist eins für dich.
Wie oft hast du zu Gedanken, zu Ideen, die du hattest, vielleicht waren das große Ideen, gehört von deinen Eltern? Das geht nicht, das ist Wahnsinn, das wird nie funktionieren. Und wie oft bist du zurückgehalten worden in deinem Leben von anderen Menschen? Frage dich das mal. Wenn du wüsstest, was passiert wäre, wenn du diese Gedanken, diese Ideen durchgezogen hättest, wie weit du in deinem Leben gekommen wärst, wow, das wäre sicherlich hochspannend, das mal zu erfahren. Und die anderen, die dich immer zurückhalten wollten, hatten oft keine Ahnung. Hätte ich meinen Vater über Kung Fu befragt, über Wing Chun, mein Vater hat immer geschimpft, hat immer gesagt, du, das ist nichts, das ist unrealistisch, das ist Blödsinn, das kann nicht funktionieren, davon kann niemand leben. Ich habe gesagt, kennst du das? Kennst du die Menschen, die davon leben? Kennst du die Menschen, die das machen? Weißt du, um was es geht? Nein. Du aber fragst möglicherweise oft deine Eltern oder Bekannte zu irgendwelchen Ideen, die du hast, was soll ich machen? Und sie geben dir Ratschläge. Frage in Zukunft nur noch Menschen, die sich genau in dieser Branche auskennen. Wenn du eine Million Umsatz machen möchtest, rede nicht mit jemandem, der auch eine Million macht. Rede mit jemandem, der 20 Millionen macht. Hol dir von dem Ratschläge. Und so, wenn du dich immer wieder an Menschen wendest, die sich in diesem Metier, in dieser Branche, in diesem Lebensfeld gut auskennen, dann bekommst du kompetente Hilfe, kompetente Ratschläge und dein Leben wird viel besser verlaufen, weil du redest nicht mehr mit Leuten, die von Dingen keine Ahnung haben. Und der letzte Punkt, den ich dir heute mitgebe: Bau dir ein starkes, sicheres Selbstbewusstsein auf und ein starkes, sicheres Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein kommt vom Wort Bewusstsein. Werde dir erstmal bewusst, wer du bist. Du darfst dir bewusst sein, wer oder was du bist. Hast du das geschafft, dir wirklich Gedanken zu machen, wer du bist, wo du herkommst, was du kannst, wo deine Talente, deine Stärken liegen? Hast du als nächste Stufe das Selbstbewusstsein vor dir? Denn selbstbewusste Menschen, die Selbstvertrauen haben, sind vorher in ihr Bewusstsein gegangen. Und dieses Selbstbewusstsein, das gibt Selbstvertrauen. Denn wenn du dir bewusst bist, wer du bist, dann kannst du anschließend lernen, dir zu vertrauen. Und die Menschen, die in ein starkes Selbstvertrauen gehen, sind im Leben nie mehr abhängig von anderen, die ihnen inkompetente Ratschläge geben, die ihnen ihre eigenen Lebenspläne aufdrücken wollen und die ihnen erzählen wollen, wie es im Leben geht. Wenn du diese 5 Punkte beachtest und ab heute in dein Leben umsetzt, oder vielleicht sind es nur 1, 2, vielleicht sind es 3, vielleicht sind es 4 Punkte, überprüfe mal, was alles gut klappt und was alles nicht klappt. Überprüfe, ob das mit deinem Elternhaus zu tun hat. Vieles ist damit fest verbunden. Spreng diese Bänder, schneide diese Gummibänder heute durch. Fange ein neues Leben an, gestalte dich neu, erfinde dich neu, kreiere dich neu. Und in dem Moment, wo du anfängst, diese 5 Punkte zu verfolgen und konsequent durchzuziehen, wird sich dein Leben in kurzer Zeit für dich positiv verändern. Und das ist einfach cool. Denn du hast die Chance, frei zu werden, innerlich frei zu werden. Du hast die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Du hast die Chance, der zu werden, der du sein willst, indem du dich von allen anderen Glaubenssätzen, die man dir als Kind in deine Seele und in deinen Kopf eingepflanzt hat, wie einen riesigen, fetten Baum, der in einen kleinen, zarten Topf muss, der reingepresst wurde, Topf war kurz vorm Zerbrechen. Und wenn du das schaffst, diese Ideen und dieses harte Einpflanzen zu verhindern. Und wenn du dir nur Beete schaffst, wo ausgesät wird und wo neue Blumen wachsen, Blumen deiner Ideen, Blumen deiner Ziele und Blumen deines Wesens, dann kommst du in deinem Leben direkt, schnell und sicher voran. Und niemand wird dir in Zukunft sagen, was du zu tun hast, denn du wirst selbstbestimmt in Eigenbestimmung dein Leben leben. Und das darfst du ab heute beginnen. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute dabei warst. Ich
Hab den großen Wunsch, dass dir diese Folge gefallen hat. Sie war sehr besonders und sehr speziell. Es ging nicht um Elternschelte oder Eltern fertig zu machen. Es ging nur darum, wie es wirklich vielen Kindern und vielen Erwachsenen heute geht. Hat dir diese Sendung gefallen? Abonniere mich. Ich komme jede Woche zweimal mit einer Sendung hier auf YouTube. Und ich freue mich, dich hier zu begrüßen. Ich umarme dich. Ich wünsche dir einen ganz tollen, wunderbaren Tag. Ich wünsche dir viel Inspiration, viel Kraft bei der Umsetzung deiner neuen Gedanken, deiner neuen Lebenspläne und deiner Selbstständigkeit. Geh durch das Leben durch, denn du hast nur eins. Jeder Tag, der beginnt, ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Nutze ihn. Dein Klaus Dingelein. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Glaub an dich und mach dein Ding. Komm gut durch die Zeit.